Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen C-Tutorial auf meinem Kanal. In diesem Video mache ich weiter, wo ich im vorangegangenen aufgehört habe, nämlich im Terminal. Auch diesmal, ja, werde ich das Terminal nutzen und ich werde auch den Vim-Editor nutzen, der fürs Terminal, für die Kommandozeile entwickelt wurde. Ja, ihr könnt natürlich weiterhin in eurer IDE bleiben, gleichgültig, ob es Xcode ist oder ja, oder wie heißt das andere, Codeblocks, ja, oder ein anderer Texteditor, das bleibt euch überlassen. Nur ich möchte euch dazu anregen, die Komfortzone, die eine IDE euch bietet, zu verlassen und ja, einfach mal in die Kommandozeile zu gehen. Denn je weiter wir voranschreiten, desto mehr werden wir den Nutzen der Kommandozeile auch erkennen. Und letztlich wird das dazu führen, dass wir ja das Terminal gar nicht mehr verlassen wollen. Ne? Gut, ja, ich möchte es nicht verlassen. Zumindest nicht in diesem Video und auch nicht in den künftigen Videos von mir. Und ja, ich schlage vor, dass wir mal loslegen. Ich möchte in diesem Tutorial das Alphabet ausgeben und ja, nicht nur das, sondern ich möchte das Alphabet über einen Pointer ausgeben. Ich werde also einen Pointer benutzen, um ja, hier die ganze Geschichte zu realisieren. Warum werde ich das tun? Nun, ganz klar, Pointer sind wesentlich für C und den Umgang mit Pointern müssen wir so lange üben, bis uns das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ne? Okay, nun, erstmal starten wir beim Terminal. Ich tippe jetzt mal hier das Kommando pwd ein und wir sehen, dass ich mich hier in meinem Root-Ordner befinde. Da will ich allerdings nicht bleiben, sondern ich will in den Ordner wechseln, den ich eigens für euch angelegt habe, für meine YouTube-Tutorials. Und das mache ich eben mit dem Kommando cd für Change Directory. Jetzt gebe ich den Pfad ein. Den Pfad kenne ich auswendig, weil ich ihn so oft eingetippt habe. Terminal C Programming. Auch das ist ein von mir angelegter Ordner. Und der Unterordner ist eben der Ordner YouTube. Ne? Change Directory. Und dann, ja, sehen wir auch, dass wir uns auch tatsächlich in diesem Ordner befinden. Wenn ich jetzt hier das Kommando Clear eingebe und die Enter-Taste betätige, dann bekommen wir auch einen ja, leeren Bildschirm hier. Ne? Das ist auch angenehm anzuschauen. Ne? Okay, ls zeigt uns, welche Dateien in diesem Ordner abgespeichert sind und ihr könnt sehen, gar keine Datei ist da abgespeichert und wenn ich jetzt hier eine Datei anlegen möchte, dann mache ich das über das Kommando vi und ja, und die Datei soll alphabet.c heißen. Also diese .c Endung, ne, bei C Quellcode Dateien, die solltet ihr mittlerweile kennen, wenn ihr einige Zeit programmiert und jetzt die Enter-Taste und voilà. Wir landen dann halt im Vim-Texteditor. Doch so können wir nicht bleiben. Ich drücke hier auf die I-Taste, um in den Insert-Modus zu wechseln. Dann seht ihr hier links unten auch Insert angezeigt. So, jetzt kann ich dazu übergehen, den Quellcode einzutippen. Und hier ist eben auch der Vorteil gegenüber einer IDE. Denn ich muss den Quellcode selbst eintippen. Da wird mir nichts vorangelegt und ja, das ist natürlich nicht so komfortabel, ne, wie Xcode oder wie Codeblocks oder was auch immer, aber das beschleunigt das Lernen ungemein, ne?
Also include und standard input output, diese Header-Datei binde ich auch ein, int main, und hier kommen die Argumente von main, die sind nicht notwendig für dieses Tutorial, wie man die Argumente von, die Parameter, nicht die Argumente, die Parameter von main nutzt, das zeige ich euch in einem meiner künftigen Tutorials, aber es lohnt sich, auch hier diese Argumente, diese, schon wieder Argumente gesagt, diese Parameter mit anzugeben, ganz einfach, ja, damit sich das auch festsetzt. Ne? So, int main, das heißt hier, main hat einen Rückgabewert, das ist ein Integer-Rückgabewert, deswegen return 0, um dem Betriebssystem halt zu signalisieren, dass das Programm auch ordnungsgemäß beendet wurde. So, return 0, gut. Dann gehe ich dazu über, das Character Array anzulegen, das ich verwenden möchte, und das nenne ich hier Alpha. Und dieses Array soll 27 Zeichen umfassen können. Ja, das Alphabet hat meines Wissens nach 26 Zeichen, zumindest wenn sich seit meiner Grundschulzeit nicht viel verändert hat. Ich meine, es kann ja immer was passieren, ne? Vielleicht habe ich da auch einiges nicht mitbekommen, ne? Aber von 26 Zeichen gehe ich jetzt mal aus. Ich hoffe, dass das klappt, ne? Das letzte Zeichen brauchen wir wofür? Na, richtig, das Null-Terminierungszeichen. Immer dran denken. Ne? So, und jetzt kommt in der nächsten Zeile mein Pointer, PTA und PTA Alpha. So nenne ich den jetzt mal und ich initialisiere diesen Pointer mit Null. Gut. Dann PTA Alpha. Oh, ich muss es ja nur richtig tippen können, ne? Bekommt dann eben Alpha zugewiesen. Ihr erinnert euch hoffentlich, dass der Name eines Arrays in C eigentlich auch ein Pointer ist. Intern ist das ein Pointer, der zeigt auf das erste Zeichen im Array oder noch genauer gesagt, und genauer wollen wir ja sagen, auf die erste Speicherstelle, ne? Auf die Speicherstelle, an der das erste Array-Element abgelegt ist. Ne? Und dann seht ihr ja auch, dass ihr mit C ja auf den Speicher eures Rechners zugreifen könnt. Und dadurch ergeben sich unglaublich tolle Möglichkeiten. Ne? Und gut, welche Möglichkeiten das sind, was man alles mit C anstellen kann. Nun gut, das werdet ihr lernen, wenn ihr einfach hier weiter meiner Playlist folgt. Und okay, aber kommen wir zurück zum Thema, zum Alphabet. Wunderbar. Ich hätte das eigentlich auch in dieser zweiten Zeile initialisieren können. Ich hätte ja auch hier schreiben können, PTA Alpha ist gleich Alpha, wäre wunderbar gegangen, nur ich wollte euch das mal so zeigen, weil wenn ihr einen Pointer initialisiert, ne, dann solltet ihr ihn immer mit Null initialisieren, denn ja, es kann passieren, dass wenn ihr ihn nicht mit Null initialisiert, dass der Pointer ja auf eine Speicherstelle zeigt und ja, da eventuell Chaos anstiftet, ne? Aber in diesem Falle wird es kein Chaos geben, denn wir gehen weiter und legen hier eine Vorschleife an. Zuvor allerdings eine Schleifenvariable und in der Vorschleife dann i gleich 0. I ist kleiner als 26. Auch wenn das Alphabet 26 Zeichen hat, ne, denkt daran, dass die Indizes von 0 bis 25 gehen und i++. So.
Jetzt könnte ich geschweifte Klammern setzen, mache ich allerdings nicht, denn ja, diese Vorschleife wird nur eine einzige Anweisung enthalten, nämlich PTA Alpha. Ja, mit dem Asterisk-Symbol ja, greife ich also auf den Wert an der entsprechenden Speicherstelle zu. Und ja, und der Wert an der ersten Speicherstelle soll nun mal ja den Buchstaben A enthalten. Ja, und wie realisiere ich das? Nun ja, durch einen kleinen Trick, ne? Und zwar A plus E. Ja? Auch hier zur Erinnerung, Zeichen, Character werden intern vom Rechner als ja, Integerzahlen verarbeitet und der Buchstabe groß A hat intern ja den Wert 65. Und wenn ich eben zu diesem Wert 65 immer ja, den Wert des Indexes hier hinzu addiere, erhalte ich nach ja, 26 Durchläufen eben die Buchstaben des Alphabetes. Ja? So, das ist der Code und dann könnte ich hier folgendes machen, printf. Ich muss zu diesem Code gleich noch was sagen, denn so wie er da steht, das werdet ihr auch sehen, ist er nicht korrekt, ne? Aber so, printf und jetzt kann ich das Alphabet hier, nicht das Alphabet, doch, das Alphabet ausgeben, indem ich hier einfach das Character Array nutze. Das werde ich erstmal machen und später sehen wir, wie wir es mit einem Pointer dann bewerkstelligen können. Ne? Alpha und hier kann ich Folgendes noch machen. Noch ein Zeilenumbruchzeichen ja angeben oder auch hier nochmal. So. Also, so wie es da steht, wird es nicht ganz so ausgegeben werden, wie wir uns das wünschen. Aber ich baue jetzt mal bewusst diesen Fehler ein, ganz einfach, um euch hier zu demonstrieren, dass Fehler im Prinzip eine wundervolle Sache sind, denn wir können dann umso besser aus ihnen lernen. Und deswegen sage ich, ne, Programmieren lernt man, wenn man programmiert, nicht indem man Code liest und die Dinge einfach nur gedanklich nachvollzieht, denn wenn ihr euch an den Rechner setzt und Dinge nachprogrammiert, dann werdet ihr schon Fehler machen und eben diese Fehler sind sehr wertvoll, ne? Die bringen uns voran. So, okay. So, jetzt verlasse ich den Insert-Modus, indem ich auf Escape drücke. Und ich verlasse Vim, indem ich hier Doppelpunkt WQ eingebe für Write und Quit. Ne? Enter-Taste und schon sind wir im Terminal und GCC und minus O. Und ja, die ausführbare Datei nenne ich jetzt auch mal Alphabet. Also jetzt geht es ans Kompilieren. Ne? Kompilieren und linken. Das wird hier in einer Zeile passieren. Okay, und dann schauen wir mal. Ja, zumindest ist der Quellcode syntaktisch fehlerfrei. Aber wenn ich jetzt die Datei ausführe, jetzt auf einem Mac ist das hier ein Punkt und ein Slash. Auf einem Windows-System gebt ihr, ja, sofern ich weiß, nur Alphabet Exe oder sowas an. Ne? Und dann wird das Programm ausgeführt, aber hier Alphabet. So, und eigentlich wollen wir das Alphabet haben. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert ist. Oh, nur der Buchstabe Z. Ja, dann scheint sich ja doch was geändert zu haben. Seit meiner Grundschulzeit, das Alphabet wurde auf einen einzigen Buchstaben reduziert. Naja, gut, ja, man vereinfacht die Dinge eben.
Oder aber wir haben hier einen Fehler gemacht im Quellcode. Das kann ja auch sein. Dann schauen wir mal, was der Quellcode so gemacht hat oder was da steht. BI-Alphabet.c und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ne? Jo. So. Also, hier noch einmal zu Vim. Ich gehe mit dem Cursor jeweils eine Zeile nach unten, indem ich auf die J-Taste drücke. Ne? J. Und wenn ich auf die K-Taste drücke, geht der Cursor eine Zeile nach oben. J nach unten, K nach oben und die L-Taste geht nach rechts und die H-Taste führt den Cursor nach links. Ne? Das nur mal hier zu Vim. Und jetzt gehen wir mal hier in die Vorschleife hinein, denn hier muss ja irgendwas passiert sein. Ne? Nun, ja klar, ne? Schaut mal. Hier in dieser Vorschleife läuft die Schleife ja 26 Mal durch. Ne? Im ersten Durchlauf wird eben Pointer Alpha A zugewiesen, aber dieses A wird im nächsten Durchlauf schon wieder überschrieben, ne? Mit dem Wert, ja. 65 plus 1, denn A ist ja intern realisiert als 65 im ASCII-Code. Dann wäre der nächste Durchlauf 65 plus 1, das wäre dann der Buchstabe B. Und dann geht das so weiter und am Ende hat ja, PTR Alpha der Wert an der ersten Speicherstelle den Wert Z und Z wurde ja ausgegeben. Wir wollen allerdings das ganze Alphabet und das mache ich einfach. Indem ich hier, ja, ups, ne, mal rauf. So, jetzt in den Insert-Modus wechseln und plus plus einfügen. Escape verlässt den Insert-Modus wieder. So, ja, was passiert denn hier? Ja, hier ist natürlich Pointer-Arithmetik am Werk. Ne? Also, wir wissen ja, oder zumindest solltet ihr das wissen, wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, wenn ihr Pointer gelernt habt, dass ja, dieser Pointer hier bei der Initialisierung auf das erste Array-Element ja, zugreift, auf die erste Speicherstelle zeigt. Ne? Und dieser Plus-Plus-Operator ist ein Post-Inkrement-Operator hier. Das bewirkt Folgendes, dass zunächst einmal Pointer Alpha der Wert A zugewiesen wird und erst nachdem diese Zuweisung erfolgte, wird der Pointer inkrementiert. Und das heißt hier in diesem Falle, dass der Pointer dann auf die nächste Speicherstelle des Arrays, auf die nächstliegende Speicherstelle zeigt. Ne? Und das geht dann halt durch, bis ja, das ganze Alphabet dann halt reihenweise ja, nebeneinander sozusagen in den Speicherstellen, so müsst ihr euch das vorstellen, dann abgelegt wurde. Ja? Also, ja, und das ist hier ja schon, wenn ihr das zum ersten Mal seht, sicherlich gewöhnungsbedürftig, aber wir müssen uns dran gewöhnen, wenn wir hier vorankommen, ne? Vorankommen wollen. Ne? Also, Asterisk-Symbol greift auf den Wert zu, der an einer Speicherstelle abgelegt wurde und hier über den Post-Inkrement-Operator sorge ich dafür, dass der Pointer ja, jeweils bewegt wird, dass der Zeiger jeweils bewegt wird. Ne? Okay, so, und wenn wir jetzt hier wieder Doppelpunkt WQ eingeben, dann ja, speichern wir unsere Änderungen und verlassen den Vim-Editor, landen wieder im Terminal.
Jetzt kann ich über die Pfeiltaste nach oben zuvor eingegebene Befehle anzeigen lassen oder ich kann die Pfeiltaste nach unten betätigen und dann sehen wir schon wieder GCC-O und so weiter und so fort. Wir kompilieren und linken das Ganze in einem Durchgang und ja, Fehler haben wir hier nicht eingebaut, zumindest keine syntaktischen. Und wenn ich hier Alphabet eingebe, dann sehen wir tatsächlich das Alphabet. Ja? So, das ist allerdings noch nicht alles. Ne? Denn öffne mal wieder, ich benutze jetzt mal die Pfeiltaste wieder. Ne? Ich öffne mal wieder Alphabet.c. Ich habe ja hier das Alphabet eben ausgegeben mit diesem Character Array hier. Ne? So, der Pointer schreibt ja direkt hier an die Stellen des Arrays. Und ich kann aber auch sagen, ne, ich will hier unbedingt das Array mit Hilfe des Pointers ausgeben. Das kann ich auch tun. Ich gehe jetzt wieder mal in den Insert-Modus hier im Win und printf. Nicht print, sondern printf. Anführungsstriche und so C für ein einzelnes Charakterzeichen. Komma und wieder Asterisk-Symbol, weil ich ja eben auf die an den entsprechenden Stellen abgelegten Werte zugreifen möchte, also PTA Alpha. So, und jetzt nicht plus plus, das könnte ich so machen. Ja? Das könnte ich so machen. Aber, ich sehe hier gerade folgendes, ja, witzig. Also ich habe es hier über den Post-Increment-Operator gemacht, ja, über den Post-Increment-Operator. Das heißt also, ich habe hier dafür gesorgt, dass, dass der Pointer, nachdem das Alphabet initialisiert wurde, ja, nun ja nicht mehr auf das erste Element, auf die erste Speicherstelle des Arrays zeigt, sondern ja, hier auf die Speicherstelle 26 mit dem Index 26. Ne? Und das ist hier eine Fehlerquelle. Das heißt also, ich müsste hier letztlich, um zu bewerkstelligen, dass der Pointer wieder auf das erste Element zeigt, sowas machen. PTA Alpha ist gleich Alpha. Ich müsste also hier, ich mache das mal, eben diese Anweisung hier wiederholen, ja, und so, und ja, ich mache jetzt mal Folgendes hinzu, ich gebe hier nämlich nochmal so eine Trennlinie an, um die beiden Ausgaben voneinander zu trennen, optisch zu trennen, dann könnt ihr das auch besser auseinanderhalten, ne. So, und ja. So, und ja, hier mache ich nicht printf, sondern ich baue hier natürlich wieder eine Schleife hier ein. So, i ist gleich 0, i ist kleiner als 26, i plus plus. Dann habe ich wieder meine Vorschleife. Und ja,
innerhalb dieser Vorschleife die printf-Anweisung und hier mache ich das Ganze über den Post-Increment-Operator. Nun, ob das eine gute Idee ist oder nicht, werden wir sehen. Escape und Doppelpunkt WQ und schon wieder eine erneute Kompilierung. Und jetzt führe ich es nochmal aus und dann seht ihr, dass das Alphabet hier ausgegeben wurde. Ne? Also hier kann ich ja nochmal eine leere Zeile in den Insert-Modus, genau. Butcher. Und dann sieht es auch besser aus. Verlasse jetzt wieder den Vim-Editor. WQ, ups, sind schnell getippt jetzt, ne? Und nochmal kompiliert. Nochmal ausgeführt. Und dann seht ihr auch, ne, hier ist das Alphabet ausgegeben durch das Array und hier über den Pointer. Ne? Nicht ganz so toll auf jeden Fall. Zumindest fehleranfällig, weil wir eben ja, den Pointer direkt inkrementieren. Ne? Und das ist nicht ganz so toll. Und wir können das anders realisieren. Ich gehe jetzt mal hier an diese entsprechende Stelle. Insert. Mach mal Klammer auf. So, diese Pluszeichen mache ich mal weg und stattdessen mache ich Plus I. Ja? Dann bewegt sich eben dieser Pointer, also der Pointer, der Wert, der in der Pointer-Variable abgespeichert ist, nämlich die Adresse des ersten Array-Elementes, ändert sich nicht. Und demzufolge brauche ich auch diese Anweisung nicht. So. Und hier bei der Ausgabe erst einmal Klammer auf und auch hier wieder plus I und Klammer zu. Ne? Okay. So, und das ist hier, wenn ihr mit Pointern arbeitet, ja, da müsst ihr eben immer gut wählen, ne, ob ihr jetzt den Post-Increment-Operator nutzen wollt. Ne. Macht auch Sinn, das zu tun, ne, oder ob ihr das auf diese Weise machen wollt, denn hier passiert nämlich Folgendes. Kann eben über die Anweisung PTR Alpha plus I immer diese entsprechenden Speicherstellen, diese unterschiedlichen Speicherstellen, die ja nebeneinander liegen, ne, im Speicher, die kann ich dann eben füllen, ne? Und aber ohne, dass der eigentliche Wert, nämlich hier in PTR Alpha, ja, verändert wird. So, okay. So, nochmal verlasse ich den Insert-Modus, dann wieder WQ und dann landen wir wieder im Terminal und dann führe ich es nochmal aus, aber erstmal kompilieren natürlich. Ne? Und hier das Alphabet. Also ich mache mal hier Clear, ja, um das mal übersichtlich zu machen und nochmal hier das Alphabet. Ne? Hier erstmal ausgegeben über das Array und dann ausgegeben mittels des Pointers. Und ja, wenn man das Ganze rückwärts machen möchte, dann kann man das auch tun. Wie Alphabet. Dann gehen wir mal runter.
Okay. So, und hier in den Insert-Modus. So, jetzt kann ich eben das Alphabet auch rückwärts ausgeben. Auch das mal zur Übung. Ist gleich 0. E kleiner 26 und I++. So, nee. Haha, nee. Wenn ich es rückwärts machen möchte, dann läuft das eben nicht so, ne? Sondern dann fange ich an mit I ist gleich 25, denn das letzte Element hier ja, im Alphabet hat nun mal den Wert 25 und hier eben größer gleich, ja, größer gleich 0, ja? Und i minus minus. Okay, und hier printf. Das mache ich jetzt auch mit dem Pointer, klar. Und ja, Point, so, Asterix, Klammer auf, PTA, Alpha plus i. So, Semikolon. Ne, eine Klammer habe ich hier vergessen. Nicht vergessen, sondern muss ich noch anfügen. Ne? Ups, jetzt. So, schauen wir mal. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Was ich hier mache, ist printf. Und hier. Okay, und hier kann ich auch nochmal printf und die Ausgabe so ein bisschen formatieren hier, ne, dass es eben nicht am letzten Satz im Terminal dann hängen bleibt. Ne? Okay, ich gucke nochmal auf den Code. So, ja, jetzt verlasse ich wieder den Insert-Modus, indem ich auf Escape drücke, dann WQ, Doppelpunkt WQ und dann für, machen wir erstmal ein Clear. Ne? Ja? Dann nochmal kompilieren. Also ihr seht, es ist schon nicht so komfortabel wie in einer IDE, aber jetzt führen wir es aus. Ne? Ja, wunderbar, das hat ja geklappt. Ne? Erstmal Ausgabe über das Character Array, Ausgabe über den Pointer und Ausgabe über den Pointer. Ja? So, gut, ja, ich sehe gerade, es sind 33 Minuten vorbei. Ja? Schon wieder ein etwas umfangreicheres Tutorial, aber ja, so ist es nun mal. Also, ich halte nichts von 3-Minuten-Tutorials. Das ist ganz angenehm. Da sitzt ihr 3 Minuten vor eurem Rechner. Aber um richtig Inhalte rüberzubringen, ne, müssen wir ein bisschen mehr Zeit investieren. Ne? Und ja, hier in solchen etwas längeren Tutorials, ne, kann ich euch mehr beibringen. Ihr lernt mehr, ihr kommt schneller voran. Erst recht kommt ihr schneller voran, wenn ihr die Sachen, die ich ja, euch jetzt zeige, auch nachprogrammiert und nach Gutdünken auch abändert und eigene Quellcodes schreibt. Also ja, ich kann euch folgende Tipps geben. Erster Tipp, seht zu, dass ihr euch mit Freunden, mit Kollegen, Kumpels zusammentut und so Lerngruppen bildet und euch gegenseitig beim Lernen unterstützt. Es lohnt sich unglaublich, ja, sich C-Kenntnisse, sich Programmierkenntnisse anzueignen. Und der zweite Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ist, dass ihr programmiert, programmiert, programmiert. Also nicht nur die Videos anschaut, nicht nur die Tutorials anschaut, sondern das nachprogrammiert. Ihr müsst euch an den Rechner setzen und das Ganze auch
ja, selbst ja, in die Tat umsetzen. Denn ihr werdet keine Programmierer, wenn ihr nicht programmiert, ne? Sondern ihr werdet gut und immer besser, Step by Step, indem ihr macht und macht und macht. Ne? Also, okay. Ja, das sind die abschließenden Tipps, die ich euch mitgebe. Also schaut zu, dass ihr mit anderen Leuten zusammen lernt, mit Leuten, die ihr gern habt. Ja? Und schaut zu, dass ihr täglich etwas macht. Es ist besser, täglich etwas zu machen, als lange Zeit gar nichts und dann irgendwie so eine 5-Stunden-Session einzulegen. Ne? Gut, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier meinem Tutorial zu folgen. Ich erwähne immer wieder, dass es mir eine große Freude bereitet, diese Videos, diese Tutorials für euch aufzunehmen. Wenn ihr mich nicht abonniert habt, dann macht es jetzt. Und wenn ihr mich abonniert habt, dann ja, klickt auf die Glocke, die unter den Videos angezeigt wird. Zumindest gibt es diese Glocke aktuell, ne, im Oktober 2018. Ich weiß ja nicht, ob YouTube da Änderungen vornehmen wird in den kommenden Jahren. Ne? Betätigt die Glocke, damit ihr bei künftigen Uploads von mir informiert werdet. Und ja, fürs Erste sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.